Andreas Patz und Carl Zeiss Jena heute zu Gast bei der VSG Altklinike. Carsten Heine heute wieder mit dabei. Der FC Carl Zeiss kann mit einem Sieg heute auf Platz 2 springen. Unterstützt werden sie von 100 mitgereisten Fans. Jena gewann 5 der 6 letzten Spiele, muss heute erstmals auf den gelb gesperrten Österhellweg verzichten. Prokopenko mit der Reingabe. Kraus verpasst, aber reklamiert sofort Handspiel. Philipp Zeiger berührt den Ball zwar mit dem Arm, schießt sich aber selbst an. Richtige Entscheidung von Florian Markov. Die 23. Minute. Ecke VSG. Bremer tritt an. Und in der Mitte schraubt sich Paul-Vincent Manske hoch. 1:0 für die VSG. Das erste Tor für Paul-Vincent Manske in dieser Saison. Der 20-jährige Berliner nutzt seine ganzen 1,94 und steht förmlich in der Luft. Klasse Vorarbeit von Kapitän Bremer. Doch Manske trifft den Ball gar nicht richtig. Vom Hinterkopf abgerutscht prallt der Ball direkt in die Faust von FCC-Keeper Tom Müller. Nach besserem Beginn der VSG wird Jena jetzt gegen Ende von Halbzeit 2 gefährlicher. Alexander Prokopenko mit einem starken Solo und dem Abschluss knapp über den Querbalken. Noch nie konnte Jena gegen Altklinike gewinnen. Bilanz bisher 2 Spiele, 2 Niederlagen. Auch heute tut man sich schwer. Doch kurz vor der Halbzeit drücken die Gäste auf den Ausgleich. Maximilian Kraus heute nach Gelb-Rot-Sperre wieder mit dabei. Mit einem starken Solo. Und er verpasst nur knapp. Maximilian Kraus heute besonders auffällig beim FCC. Ein adäquater Ersatz für Österhellwig. Zur Halbzeit dann kurz etwas Verwirrung. Florian Markov pfeift nach genau 45 Minuten korrekt ab. Doch die Uhr auf der Anzeigetafel ging eine Minute vor. Die 49. Minute. Altklinike immer noch mit 4 eigentlichen Stammspielern auf der Bank. Profitiert hier vom Rückpass von Leon Bürger. Johannes Manske zieht alleine vors Tor und verpasst nur knapp. Riesenchance auf das 2:0. Die 52. Minute. Jena jetzt besser, aktiver im Spiel nach vorne. Das ist Fabian Eisele. Mit dem Traumpass auf Maximilian Kraus. Kraus lässt Hüter aussteigen und macht das Tor. 1:1 für Carl Zeiss Jena. Was für eine Befreiung. Jena gleicht verdient aus und Kraus mit seinem 3. Saisontreffer eiskalt vor dem Tor. Bedanken muss er sich aber bei Fabian Eisele. Der Top-Torjäger des FCC mit einem Traumpass in die Tiefe. Bis in die 77. Minute eine ausgeglichene Partie auf beiden Seiten. Die VSG über die rechte Seite und mit einem Hackentrick von dem eingewechselten Breitkreuz. Tom Müller etwas überrascht. Fast ein Tor für die Saison-Highlights. Patrick Breitkreuz setzt den Ball mit der Hacke an den langen Pfosten. Jena versucht heute alles für die 3 Punkte, tut sich aber schwer gegen kompakt stehende Altkliniker. Maximilian Wolfram probiert es nochmal aus der Distanz. In Minute 87. Der Zwickauer traf zuletzt gegen Eilenburg. Heute ohne Erfolg gegen Leon Bethke. Andreas Patz und Carl Zeiss Jena verpassen den Sprung auf Platz 2. Die Partie endet leistungsgerecht mit einem 1:1. Das war unser Ziel. Der Platz 2, ganz klar. Wir wussten natürlich auch, was uns hier erwartet. Ja, und dass es eine andere Mannschaft sein wird als letzte Woche, das wussten wir auch. Carsten Heine kann durchaus zufrieden sein. Ein starker Achtungserfolg für eine geschwächte VSG. Also zunächst mal muss man sagen, dass wir natürlich schon arg gebeutelt waren gegen Tennis Borussia, das muss man so sagen. Ich will aber auch an dieser Stelle sagen, trotzdem hätten wir dieses Spiel nicht 3:0 verlieren dürfen. Und jetzt ging es darum, die Jungs, die im Krankenbett lagen, wieder ein bisschen ranzuführen. Die haben eine richtige Trainingseinheit gemacht und deshalb waren sie auch heute alle auf der Bank. Aber auf der anderen Seite haben die Männer, die auf dem Platz standen heute, das über weite Strecken sehr, sehr stark gemacht. Der Fluch hält weiter an. Noch nie konnte Jena gegen Altklinike gewinnen. Nach kämpferischen 90 Minuten holt man am Ende nur einen Punkt.